Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Je länger ich mich mit dem ganzen Thema beschäftige, Wiedergeburt Jerusalems, dritter Tempel, den die Juden bauen, und je länger ich mich damit beschäftige, was die Pastoren so dazu sagen, desto mehr erstaunt bin ich darüber. Es ist fast so, als ob die nicht mehr unterscheiden können zwischen dem, was die Juden planen und dem, was im Neuen Testament steht. Als ob die mischen das alles untereinander, durcheinander. Die sagen, dass die Juden halt, die gläubigen Juden, einen Tempel brauchen, weil das die Mitte ihres Gottesdienstes ist. Das mag ja alles sein, ja. Wobei sich mir einfach als Neutestamentler die Frage stellt, was ist ein gläubiger Jude? Ein gläubiger Jude ist ein ungläubiger Christ. Also ein gläubiger Jude ist eigentlich jemand, der glaubt, was Gott tut. Das ist ein gläubiger Jude. Und wenn Gott seine Verheißung wahr macht in seinem Gesalbten, in unserem Herrn Jesus Christus, dann müssten die Juden das glauben. Denn ein Jude, der nicht glaubt, was Gott tut, ist auch kein Jude. Ja? Also das ist dann nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist weder das eine noch das andere. Aber davon abgesehen staune ich einfach über die Pastoren, über die Prediger, über die Ausleger und über ganz viele Videos, die ich da im Internet sehe, wie verworren das alles ist. Und wie wenig Licht man hat und wie wenig man unterscheiden kann zwischen dem, was neutestamentliche Lehre ist zum Tempel und dem, was die Juden vorhaben. Ja, so als ob man irgendwie den Halt verloren hat, die Orientierung verloren hat. Also da kommen immer wieder so Aussagen wie, dass die Juden da alles schon vorbereitet hätten, dass die Steine schon geschnitten wären und dass die schon ihre Priester da ausbilden, wie sie die Opfer bringen sollen, dass sie an einer roten Kuh rumzüchten, ja, sogar genmäßig irgendwie versuchen, da diese rote Kuh zu kreieren. Das ist alles unerheblich, das spielt alles keine Rolle. Menschen tun viele Dinge, ja. Die Frage, die Kernfrage ist doch nicht, was die Juden wollen oder tun oder beabsichtigen mit ihrem Tempel oder was ihnen fehlt. Es fehlt ihnen übrigens auch gar kein Tempel. Den Juden fehlt kein Tempel. Den Juden fehlt Jesus Christus. Den Juden fehlt der Glaube an Jesus Christus. Das fehlt ihnen. Ja, das stimmt. Weil das Neue Testament das sagt, ja. Wie auch der Welt. Der Welt fehlt auch der Glaube an Jesus Christus. Aber wie kann ich denn als Prediger des Neuen Testaments nach 2000 Jahren Christenheit und nachdem wir das Neue Testament so vollständig vorliegen haben, inklusive der Aussagen von Paulus über den Tempel, wie kann ich denn da hingehen und das vermischen mit irgendwelchen Vorstellungen der Israelis oder der orthodoxen Juden, die zum Tempel haben? Ich staune da, je länger, je mehr drüber. Hat man da gar keine Bindung mehr an das Neue Testament? Ist man so sehr im Sichtbaren verhaftet, dass man das nicht unterscheiden kann, ja, das, was die Juden vorhaben und das, was das Neue Testament sagt? Das Neue Testament sagt, dass der Tempel im gegenwärtigen Zeitpunkt, der Tempel Gottes, und so wird das durchgängig im Neuen Testament formuliert, und zwar vom Paulus und auch vom Johannes in der Offenbarung, sind übrigens ja die einzigen beiden Stellen, die formulieren das immer als Tempel Gottes, nicht irgendwie als Tempel. Ja, der Antichrist setzt sich nicht in den Tempel. Der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes. Ja? Und Paulus sagt durchgängig in allen Briefen, dass wir ein geistlicher Tempel sind, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, dass wir ein Tempel Gottes sind. Jesus sagt, brecht diesen Tempel ab und ich will ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Ja? Er redet da aber von dem Tempel seines Leibes. Jetzt hat man natürlich ein Riesenproblem mit der Aussage von Paulus, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt, weil der Tempel Gottes ist ja die Gemeinde Jesu. Jetzt ist die Frage ja, in welche Gemeinde Jesu soll sich denn der Antichrist setzen? Ja, der muss sich ja wohl dann in jede Gemeinde setzen, aber die Gemeinde Jesu Christi hat weltweit ihre Gebäude. In welches Gebäude soll sich denn der Antichrist reinsetzen? Muss er sich jetzt in jedes Gemeindegebäude setzen, in jedes Kirchengebäude? Das geht ja nicht.
Ja? Paulus schreibt ja auch von einer Person da in 2. Thessalonicher 2. Also in welche Gemeinde soll er sich dann setzen, wenn er sich in den Tempel Gottes setzt? Und wenn man davon ausgeht, dass die sich antichristliche Lehre in die Gemeinden auf der ganzen Welt irgendwo einschleicht, dann passt das auch nicht, weil Paulus ja von einem Menschen schreibt, von einer Person, ja, vom Kind des Verderbens, von einem Menschen, ja, das nicht von irgendwelchen Lehren. Und da kreist man dann so drumherum um den heißen Brei, aber man hat überhaupt gar keine schlüssige Aussage, die man da irgendwie treffen könnte. Und laut Neuem Testament sind wir der dritte Tempel. Ja, das ist kein Gebäude aus Stein, was die Juden da irgendwo errichten wollen. Natürlich wollen die das, manche wollen es nicht. Ja? Aber ist da nicht die Frage, was die Juden wollen, ist da die Frage, was in der Bibel steht. Und da ist überhaupt keine Unterscheidung mehr. Ja? Die sind irgendwie wie blinde Blindenleiter sind die geworden. Die Auflösung für dieses große Problem und Dilemma ist, dass die Stadt Jerusalem zum Glauben kommt an Jesus Christus am Ende der Tage, am Ende der Gemeindezeit. Ja? Dass die Gemeinde Jesu Christi dort endet, wo sie vor 2000 Jahren zu Pfingsten angefangen hat. Ja, vor 2000 Jahren zu Pfingsten in Jerusalem war zum ersten Mal Wiedergeburt, da hat die Gemeinde Jesu begonnen. Jesus sagt ja zu den Jüngern, geht hinauf nach Jerusalem und wartet dort auf die Verheißung. Welche Verheißung? Die Verheißung aus Joel, dass Gott seinen Geist ausgießen will. Dort in Jerusalem hat vor 2000 Jahren die Gemeinde Jesu angefangen, mit Juden. Ja, nicht mit Christen, nicht mit Heiden, nicht mit Goyim, nicht mit Deutschen oder Franzosen oder Engländern oder Russen oder Amerikanern oder Chinesen oder wer auch immer da genannt mag werden, sondern mit Juden hat die Gemeinde Jesu begonnen. Und mit Juden hört die Gemeinde Jesu auch auf. Wenn nämlich am Ende der Zeit, am Ende der Gemeindezeit, die Stadt Jerusalem belagert wird, also die Tochter Zion kommt in Wehen und gebiert. Die Stadt Jerusalem gebiert, wie sie das vor 2000 Jahren schon mal getan hat. So wird in der Endzeit der Gemeinde die Stadt Jerusalem belagert werden. Die Tochter Zion kommt in Wehen, in Geburtswehen und kommt zum Glauben an Jesus Christus. Und dann ist Jerusalem ein Tempel Gottes. Warum? Naja, weil dann wiedergeborene Menschen dort, und zwar nach Neuem Testament, nicht nach jüdischem Ritus, sondern nach neutestamentlichem Glauben, Menschen, Juden, ehemalige Juden, Israelis, wie auch immer, in Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und wenn der Antichrist in die Stadt dann einbricht und diese geistliche Priesterschaft, denn die sind ja dann wie sagt Petrus, ihr seid ein königliches Priestertum. Wem sagt er das? Naja, allen Wiedergeborenen, allen Menschen, die wiedergeboren sind. Petrus sagt das speziell in seiner Eigenschaft als jemand, der als Apostel zu den Juden gesandt war, Apostel der Beschneidung war. Er sagt das speziell an jüdisch Gläubige, also an Juden, die an Jesus glauben. Ja? Und denen sagt er, ihr seid ein königliches Priestertum. Dann gilt das doch auch, wenn die Stadt Jerusalem wiedergeboren ist, für alle die Menschen, die dann in Jerusalem zum Glauben gekommen sind, die zu 99,9% Israelis sind, Juden sind. Da schließt sich dann der Kreis. Und deswegen ist die Kenntnis von der Wiedergeburt Jerusalems so profund wichtig, weil solche Chimären, die überall vertreten werden und erzählt werden, weil man Jüdisches und Neutestamentliches miteinander vermischt, weil man das dann plötzlich entheddern kann, weil man verstehen kann, was der Paulus da schreibt. Darüber habe ich ganz, ganz viele Videos gemacht. Ich bin so erstaunt darüber, dass so viel Blindheit unter den Pastoren herrscht. Ja, in der evangelikalen Welt, in den Amtskirchen, in auch irgendwelchen Sonderlehren, ja, wo vielleicht auch irgendwo aus der adventistischen oder neuapostolischen Seite oder woher ihr könnt das überall im Internet sehen, wie da über diesen sogenannten dritten Tempel der Juden schwadroniert wird. Man kann das ja wirklich nicht anders sagen. Ja? Und gesagt wird, dieser dritte Tempel, der muss kommen, ja, weil das steht in der Bibel. Nein, das steht nicht in der Bibel. Das steht an keiner Stelle in der Bibel. Speziell nicht im Neuen Testament steht das.
Ja, Paulus redet in 2. Thessalonicher 2 über die wiedergeborene Stadt Jerusalem. Und er sagt, in diesem Tempel, ja, der dann physisch ist, weil es um die Mauern Jerusalems geht, sodass ein Mensch da hineingehen kann und auch gleichzeitig geistlich ist, weil die Stadt Jerusalem dann in der Endzeit im neutestamentlichen Sinn wiedergeboren ist, ja, das ist die Lösung dafür, für das, was Paulus dann in 2. Thessalonicher 2 schreibt. Aber irgendwie will man das nicht anerkennen. Ja? Ich staune da immer drüber. Das ist eigentlich die Lösung. Es ist auch nicht so sehr, sehr schwer zu verstehen. Also vor 2000 Jahren war es für die an Jesus Christus gläubigen Juden schwierig anzuerkennen, dass das auch für die unbeschnittenen Heiden gilt. Das war schwierig. Das war schwierig, weil es noch gar kein Neues Testament gab. Weil man das nur aus Jesaja 56 ableiten kann. Was man heute auch nicht kennt. Ja? Die Kapitel müsste man ja auch mal kennen, wenn man darüber spricht und sagt, ganz Israel wird gerettet werden, wie Paulus in Römer 11 sagt. Ja, Paulus sagt in Römer 11, ganz Israel wird gerettet werden. Denn es wird ein Erlöser kommen zu Zion, nach Zion. Oder im Alten Testament steht, aus Zion. Aber wenn er aus Zion kommt, muss er erstmal nach Zion gekommen sein. Wann kommt denn Jesus als Erlöser nach Zion? Naja, wenn er auf dem Ölberg wiederkommen wird, in Macht und Herrlichkeit. Paulus zitiert da diese Stelle und sagt, ganz Israel wird gerettet werden, denn zu Zion wird ein Erlöser kommen, der das gottlose Wesen abwenden wird von Jakob. Und die steht in dem ganzen Zyklus. Da kann ich jetzt im Detail nicht drauf eingehen. Wen das interessiert, der möge sich bitte die Bibeltage da in Thüringen anschauen. Da habe ich das mal kurz angedeutet. Wenn Jesus aber wiederkommt nach Zion, oder ich möchte noch einen Schritt weiter zurückgehen, wenn Jesus nach Zion kommt und das gottlose Wesen in Jakob abwendet, dann kann damit nicht sein erstes Kommen gemeint sein, denn das gottlose Wesen von Jakob hat ja fortgedauert bis 70 nach Christus. Das gottlose Wesen von Jakob abwenden wird Christus, wenn er zum zweiten Mal nach Zion kommt. Und dieses Kommen, da gibt es halt auch nur eins, ist, wenn er auf dem Ölberg kommt. Dann ist die Entrückung aber schon gewesen. Ja, aber Paulus schreibt ja, dass ganz Israel gerettet wird. Ja, ganz Israel wird gerettet werden vom Antichrist und seinen Schergen. Oder das, was dann noch von Israel übrig ist. Also man muss das ja irgendwie auch dann auch mal in den endzeitlichen Kontext setzen, das, was Paulus da schreibt. Paulus schreibt in Römer 11 vom Ende der 70. Jahrwoche, weil am Ende der 70. Jahrwoche ein Erlöser nach Zion kommt und das gottlose Wesen von Jakob abwendet. Die Wiedergeburt Jerusalems ist aber am Anfang der 70. Jahrwoche. Und das wird auch nicht unterschieden. Warum? Aus Unkenntnis. Weil man sich nicht auskennt in der Schrift, speziell nicht im Alten Testament und deswegen auch nicht im Neuen Testament. Und ich staune da einfach drüber, wenn ich das sehe, wie dann immer wieder gesagt wird, ja, in Jerusalem sind schon die Steine alle fertig und der goldene Leuchter ist schon fertig. Ja, okay, gut, dann können die den goldenen Leuchter dann in ihren Tempel stellen, dann auch in die Bundeslade werden sie vielleicht noch irgendwo finden. Mal gucken, wie sie das dann mit dem Manna machen und mit dem Stab Aarons. Das sind alles ungelöste Fragen, oder? Die Bundeslade taucht in der Offenbarung wieder auf, und zwar in Verbindung mit der siebten Posaune, in der Vollendung. Da taucht die Bundeslade wieder auf im Himmel. Und da müsste man auch viel zu sagen. Ja? Wofür war denn die Bundeslade ein Symbol? Naja, für die Gemeinde Jesu. Woraus bestand denn die Bundeslade? Aus einem goldenen Deckel, aus purem Gold, das ist Christus. Und aus einem Korpus aus Holz, ja, überkleidet mit Gold. Das ist ein Bild für die Gemeinde. Und in der Bundeslade drin war Gottes Wort. Ja, Gottes Wort haben wir in uns. Aus diesem Wort Gottes sind wir gezeugt und diesem Wort Gottes sind wir verpflichtet. Wie kann das dann sein, dass so viele neutestamentliche Pastoren und Prediger offensichtlich dieses Wort verlassen zugunsten eines jüdischen dritten Tempels, wo wir doch der dritte Tempel sind? Sind das dann nur noch leere Schriftgelehrte? Haben die Gottes Wort ganz und gar vergessen? Wie selbstvergessen muss man als Prediger des Neuen Testaments sein, um zu behaupten, dass im Neuen Testament stünde, dass die Juden einen dritten Tempel bauen? Wie wenig muss man sich auskennen in der Bibel, um sowas zu behaupten? Das ist für mich ein Endzeitzeichen. Denn wenn das nicht mehr klar ist,
dass die Gemeinde Jesu der dritte Tempel ist, wobei Jesus der Eckstein ist. Ja? Er war der Erste, in dem Gottes Geist wohnte, Gott in Fülle wohnte. Deswegen spricht er von seinem Leib als einem Tempel. Und wenn wir wiedergeboren sind, wohnt Gottes Geist auch in uns. Also sind wir auch ein Tempel Gottes im Heiligen Geist. Ja? Und wenn ich sehe, wie wenig Kenntnisse da sind und wie man über diese heiligen Dinge, die dort in der Bibel uns mitgeteilt werden, so sinnentleert schwadroniert, dann sage ich, wenn das so ist, dann ist an der Gemeinde Jesu ja nichts mehr dran. Dann hat die Gemeinde Jesu Gottes Wort verloren und die Christus verloren und überhaupt ihre Orientierung im Glauben verloren. Und das finde ich schon, das finde ich heftig. Also ich wollte mal hier mein Herz ein bisschen erleichtern. Ja? Was ist denn los mit euch Pastoren? Wo seid ihr denn? Kennt ihr euch nicht aus in Gottes Wort? Seid ihr blind für diese Dinge? Könnt ihr das nicht verstehen? Und warum könnt ihr das nicht verstehen? Wieso verwechselt ihr die Gemeinde Jesu mit einem jüdischen Tempel? Das ist gravierend. Was ist los mit eurer Theologie? Und wo steht ihr? Ich wollte das nur noch mal so kurz skizzieren, weil ich empfinde das als deswegen auch als gravierend, weil diese schreckliche Orientierungslosigkeit, die schadet der Gemeinde Jesu, insbesondere in der Endzeit, weil hier bräuchten wir dringend geistliche Wegweisung, die uns in diese Schriften einführt und die Gemeinde gewiss macht darin, was sie ist in Christus, nämlich ein Tempel im Heiligen Geist. Und wenn dieser Schlussstein gesetzt ist, am Ende der Gemeindezeit, wenn die Stadt Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, dann wird der Herr bald kommen. Und um auch das noch fertig zu machen, viele glauben das ja nicht, ja, und denken auch, das wäre so eine intellektuelle Fingerübung, die man da irgendwo macht. Das ist es nicht. Das ist ein Signal, was Gott uns gibt in der Bibel. Aber weil so viele irdisch gesinnt sind und auf bauliche Dinge mehr achten als auf Gottes Wort und auf die Politik in der Welt mehr achten als auf das, was die Prophetie uns sagt, vielleicht das noch zum Schluss. Das Erste, was wir sehen werden, und zwar auch diejenigen, die nur auf politische und äußerliche Dinge achten und nicht so sehr auf die Bibel, ob sie Pastoren sind oder nicht. Das Erste, was wir sehen werden, wenn die Endzeit anfängt, kurz bevor die 70. Jahrwoche beginnt zu laufen, ist das politische Auseinanderbrechen des modernen Staates Israel. Das wird ein politisches Desaster werden im Nahen Osten. Und dann werden die Pastoren und Prediger vollends orientierungslos sein, dass Israel auseinanderbricht und scheinbar irgendwie kein Tempel gebaut ist bis dahin. Ja? Das wird das Erste sein, was wir als Zeichen sehen. Und kurze Zeit später wird Jerusalem belagert werden und dann wird Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und wer dann im jüdischen Land ist, der fliehe. Ja? Nicht in Ephraim. Warum? Weil Ephraim sich mit dem Antichristen zusammengetan hat. Da handeln meine Videos von. Die im jüdischen Land sind, die werden dann fliehen. Warum? Weil Israel und Juda ein Teil Israels dann sein wird und Ephraim, der Norden Israels, ein anderer Teil sein wird. Ja, ja, so ist das mit der biblischen Prophetie. Wenn man da nicht klare Linien zieht in seinem Bibelstudium und da auch systematisch vorgeht, dann hat man kein Licht. Ja. Wir werden das auch noch mal sehen am 2. Thessalonischer Brief. Da gehe ich schon mal ganzen Tage so schwanger mit. Den möchte ich gerne noch mal lesen, weil diese nervöse Naherwartung einer frühen Entrückung, einer Vorentrückung, das ist das Unnüchterne, was Paulus meint. Und die Kenntnis vom Abfall, nämlich des Norden Israels vom Süden, die Kenntnis davon, dass der Antichrist erst kommen muss, bevor der Tag der Wiedergeburt Jerusalems kommt. Das ist das Licht, was wir brauchen für die Endzeit. Ja, deswegen sind die Thessalonicher nicht in der Nacht gewesen, weil sie davon wussten, weil sie unterwiesen waren von Paulus. Heute aber ist man über diese Dinge eben nicht unterwiesen, sondern man glaubt, man würde des Tages wandeln, weil man an eine frühe Entrückung glaubt, an eine Vorentrückung, die jederzeit stattfinden könnte. Aber das, dieses Missverständnis, das ist der Unglaube, das ist das Wandeln in der Dunkelheit, in der Finsternis. Ja? Das ist die Trunkenheit der Trunkenen, die nachts trunken sind, wie Paulus sagt. Das ist die, die,
die Finsternis, in der gelebt wird. Man dünkt sich aber, weise zu sein, weil man jeden Tag auf die Entrückung wartet. Aber Paulus sagt das nirgendwo dort. Paulus spricht von ganz anderen Dingen, von ganz anderen Sinnzusammenhängen. Ja? Und dafür hat man kein Licht. Glaubt aber, dass man besonders wach sei, weil man ja die Entrückung täglich erwarten würde. Das ist unnüchtern. Das ist die Unnüchternheit der Blinden. Ja? Ihr aber wandelt des Tages, ja? Weil ihr unterwiesen seid darüber, dass Israel auseinanderbricht, dass Juda und Jerusalem isoliert werden politisch, dass dann die Stadt Jerusalem angegriffen wird von einem syro-ephraimitischen Bündnis, Syrien und Ephraim. Und dass dann die Stadt Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommt und kein Pfeil in die Stadt geschossen wird, so wie in Jesaja 7, Vers 14 gesagt ist. Ja. Deswegen haben wir Licht und wir warten seiner in Geduld. Diese Geduld, dieses Ausharren, dieses standhafte Ausharren, das wünsche ich jedem von euch, weil das brauchen wir in so Zeiten wie jetzt dringend. Ja. Und diese unnüchterne Hoffnung auf eine frühe Entrückung, tut die beiseite. Das wird nicht kommen. Und ihr merkt das auch schon an den Pastoren und Predigern, wie sie langsam anfangen, Kompromisse zu machen mit ihrer bisherigen Verkündigung. Weil sie sagen, ja, vielleicht müssen wir noch durch das eine oder andere. Aber es gibt auf jeden Fall, vor der großen Drangsal gibt's eine Vorentrückung. Dieser Unnüchternheit solltet ihr nicht folgen. Steckt die Nase in die Bibel, lest, prüft das nach, was da gesagt wird. Und wenn ihr Zeit habt, schaut euch vielleicht das eine oder andere Video von mir an. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.